Willkommen zurück zu einer weiteren Folge aus Flippes. Hier wissen los, mein Gutes. Wieder zu spielen. Lässige Sortien. Hier, komm. 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 Ist meine. Das ist ein... Aha, meine. Komm hier. Krück, Streichelein. Ja. Und dann kriegst du natürlich noch... Wo ist mein Leckerli? Hä? War ich kein Leckerli? Ja, da. Und... Hep. Ja. So, wir waren ja dabei, eigentlich diese Luxusimmobilien hier abzuarbeiten. Aber es sind schon wieder welche dazugekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Daher machen wir mal weiter. Irgendwann muss ja hier mal Schluss sein, ne? Aber gut. So, einen Job, den du nicht abschlagen kannst. Aha. Tony hat während seiner langen Karriere bereits viel gesehen und erlebt. Nun möchte er endlich seine Rente genießen. Aus diesem Grund möchte er, dass aus seiner alten Druckerei ein gemütliches Zuhause wird, in das er selber einziehen kann. Dank der günstigen Lage kann er den Familienbetrieb immer im Auge behalten und der nächsten Generation mit Rat und Tat zur Seite stehen. Okay. Eine alte Druckerei. Ja. Besonders wenn es eine alte Druckerei ist, warum sieht die dann so dreckig aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du gestern aufgehört hast zu arbeiten und in einem Tag sieht das so aus, als wenn das verwahrlost ist. Also manchmal ist es ein bisschen komisch, aber gut. Sie sagen, dass du reliable bist. Dass du nicht mind getting your hands dirty. And bist du der Pate? Das ist, warum ich ein Offer für dich habe. Aha. My son plans to move our family business to Moonrise Bay. I trust him, but he still has a lot to learn. That's why I want to move in here too. It will be better if he stays under my protection. Now look, my boys were running a certain business operation here. They had little respect for this place. I want you to take care of it. I'm sure a wise guy like you has the right tools to make it a proper home. Do this for me and my family and I will not forget it. Ein Job, den du nicht ablehnen kannst. Eindeutig ein Bezug auf den Paten. Ah ja. Oh, trotzdem mähen wir Rasen. Wir sind so frei. Und wieder ein Wassergrundstück. Aber diesmal an einem Kanal. Oder? Ist doch ein Kanal, oder? Ja gut, okay, da hinten ist das Meer. Trotzdem ist abgeschirmt. Ne? Du hast eine schöne Mauer um dich herum gebaut. Ist okay. Somit keine Blicke, zumindest von den direkten Nachbarn natürlich gegenüber. Da hat man direkt mal Einblicke. Hui. Ja, baut man da auch was hin, damit man von denen nicht mehr gesehen wird? Überleg gerade, wie ich das selber machen würde. Das ist ja schon interessant, wenn ich jetzt natürlich keine Blicke haben möchte von den Nachbarn. Wie geht man dann am besten vor? Ich komm her. Da. Warte, warte, warte. Hier war da auch noch irgendwo was, oder? Da. Miau. Ja. Eine gute Frage. Was mir immer wieder auffällt, dass wenig Beete und so in diesen Häusern sind, ne? Also so dieser Landschaftsaspekt. Heißt ja auch Hausflipper, aber trotzdem, man hat ja eigentlich alles, was so diesen Gartenaspekt betrifft.
in dem Game. Dass der so wenig zur Geltung kommt, finde ich schade. Auf einer gewissen Art und Weise. Auch wenn ich Rasen verlegen hasse. So, wir sind jetzt zumindest mit dem Rasenmähen mal fertig. Einfach, weil wir es können. So, ja, Fenster müssen natürlich erneuert werden. Ich tippe mal, dass auch die Eingangstür erneuert werden muss. Garage machen wir schon mal auf. Okay, gehen, wow. Okay, wir fangen mal mit der Garage an. Erstmal den ganzen Müll hier weg. Das wäre auch geil, wenn man so einen Container bestellen müsste, den man dann belädt und dann müsste man den Container halt wieder entleeren lassen, abholen lassen. Also so kleine, noch so die ein oder anderen kleinen Features wären nice. So, die Kartons können wir lassen, würde ich sagen. Außer da steht Gegenstand verkaufen. Steht da auch was drin? Okay, wir machen mal kurz sauber die Garage. Damit wir hier erstmal wissen. Okay. So, kaputtes Schild Notausgang sollen wir verkaufen. Das bist du. Euch soll man nicht verkaufen. Ah, rechteckige Dreieckslampe. Die da. Und Indico. Ach, die Innentür. Oh, okay. Er möchte, dass wir Bodenfliesen legen. In der Garage. Naja, ist einfacher zu reinigen, ne? Wenn hier mal man ein wenig aufräumen möchte. Okay, ja, müsste reichen. Oh, fangen wir doch einfach mal an. Und streichen das schnell. So, hier, du kannst schon mal runterfahren. Lalalala. Und dann haben wir das erste Objekt schon mal fertig. So. Hep. Ah. Normalerweise müsste man die Regale zur Seite stellen, aber ich bin ein fauler Hund. Wenn das in echt gehen würde, wäre das so schön. Einfach nur ranhalten, aufladen und dann so. Lululululu, geht's automatisch so ein bisschen hoch und runter. Wie schön wäre das? Ich glaube nämlich, ich muss bei mir auch langsam mal wieder neu streichen. So, was haben wir denn da? Erstmal dich verkaufen wir. Dann haben wir Wandlampen. Mhm. Okay. Aber warum 4 Stück? Bringen wir jetzt einfach mal auf allen Ecken an. Mal gucken, was passiert. Oh. Ist okay. Eine Indoor. So. Und du möchtest... Oh. Poster Retro Autowische. Mhm. Ja, ja, Pate. Ich hab's verstanden. Okay, okay, doki. Ja, wir machen dann hier erstmal klar Schiff. Ah, du anscheinend. Whoop. So. Ist noch irgendwo Müll. Aber wo ist hier noch Müll? Also ich hätte gesagt, die will er wieso verkaufen? Dich auch? Okay, perfekt. Die Schiebetüren will er verkaufen?
beiden Seiten? Nee, nur die hier, ne? Schon sieht das besser aus. Auch diese möchte er verkaufen. Rechteckige Lampe, natürlich. Kaputtes Schild. Okay. So, machen wir kurz hier mal ein bisschen reiner. Sollte er halbwegs schnell gehen. Na. Okay. Wupp. Ah, hier ist einiges, was noch zu machen ist. Eingangstür, okay. So. Was mit den Wänden einschlagen? Ich höre Kakerlaken. Ich höre Kakerlaken. Nein. Wo ist der Dreck? Okay. Ah, hier. So. Da. Okay. Machen wir erstmal auf der Seite weiter. So, dann müssen wir nämlich noch die Wände ziehen dann. Im Nachhinein. Wer lässt denn eigentlich immer seine ganzen Essenssachen so im Büro liegen? Also, jetzt mal ernsthaft. Leute. So. Er will doch hier bestimmt einiges verkaufen. Oh, dahinter ist eine Tür. Das habe ich gar nicht gesehen, dass dahinter eine Tür ist. Okay. Das hätte ich gerne. Was ist mit dem Geld hier? Darf ich das behalten? Kann man das verkaufen? Oh, guck dir die Stapel an. Gut, das sind zwar alles nur 1-Dollar-Noten, aber was wird so ein Stapel sein? 100 Dollar? Da sind also auch ein paar tausend Dollar liegen hier schon mal rum, ne? So, ja. Was ist denn hier noch an Müll? Irgendwas soll hier noch sein, aber ich sehe nie was. Ach da, Papiere. So. Wie viel kriege ich denn dafür? 500 kriege ich dafür? Das nenne ich mal ein Budget-Erhöhung. Das sind 500. Was bist du? Auch nur 500. Naja, dann waren die Einzelnen aber besser. So. Wir können ja hier mal anfangen. Wir sind ja hier wieso drin? Okay, das sind weiße Keramikfliesen. Er hätte gerne... Nee, danke. Also wenn überhaupt in dieser Art und Weise... Ist ja... Aber dann machen wir eine Wand nur, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Gucken wir mal, ob das damit geht. Ob wir damit eine Wand voll kriegen. Mag ich nicht. Ist nicht meins. Das kommt... Also, mag... Ist ja wieder die Geschmackssache, ne? Aber das kommt so altbacken rüber. So richtig uraltbacken. Ja, nee. Braucht man meiner Meinung nach nicht. 1, 2, 3. So. Fangen wir mit dir an. Denn du kannst schon wieder hin und dich verkaufe ich. So. Und das ist halt so Krankenhaus-Style. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Aber gut, wer es mag. Also, ist halt natürlich einfacher zu reinigen. Oder relativ einfach. Ich finde es halt, was ich gut finde, ist, dass es bis zur Decke gefliest ist. Das mag ich in meinem Bad zum Beispiel gar nicht. Ich verstehe es auch immer nicht. Wenn man schon fließt, dann macht auch bitte komplett alles. Und nicht nur... einen Teil, also das verstehe ich immer nicht.
warum nur bis zu einer gewissen Höhe gefliest wird, wahrscheinlich auch eine Geldfrage, klar. Ja, aber ja, es wäre so viel schöner, wenn es bis zur Decke gefliest wäre. Aber gut, und das ist ja Boden. Naja, dann haben wir ja das mit der Wand zumindest ordentlich gemacht. Und ja, so. Erstmal kriegst du eine Tür. Wo ist denn hier die Tür da? Ja, und da werde ich auch nicht großartig jetzt hier rumexperimentieren. Wasserinstallation, Badewanne. Hallo? Kann ich nicht drehen? Was soll der blöd? Ja, wollte schon sagen. Ich würde die Wasserinstallation der Badewanne gerne auf dieser Seite haben. Vielleicht sogar hier an die Wand ran. So. Hallo? Dann machen wir erstmal eine Badewanne schnell hier rein. So, dann Badewanne kaufen. Da. Oh. Okay. Schlupp. Schlupp. Ah, das geht schnell. Schneller als eine Dusche. So, haben wir das. Was haben wir hier? Spüle. Wo würden wir die Spüle haben? Ich würde ja fast sagen, die Spüle kommt theoretisch auch auf dieser Seite hin, ne? Ich jetzt. Oder warte mal, haben wir noch was anderes? Was haben wir denn noch? Leitung, Anschluss, WC. Und das war's? Ja gut, dann kommst du tatsächlich hier ran. Immer bauen dich mal, ja, hier so. Papp. Schlupp, schlupp, schlupp. Was hast du denn dir ausgesucht für einen... Hä? Schrank? Ah, das ist der Schrank, okay. Ja, machen wir so. Dann hast du ein bisschen Abstand. Okay, schön aus Marmor. Upsi. Da ist wohl jetzt ein bisschen Wasser ausgelaufen. Das tut mir aber ja nicht leid. Hopp, hopp, hopp. So, müssen wir nochmal sauber machen? Nö, müssen wir nicht. Okay, zumindest passt der Schrank hier rein. Noch eine Spüle? Zu zwei Spülen haben? Hä? Aber dann hätte ich doch so einen Doppelspülenschrank gekauft an deiner Stelle. Wäre viel besser, als wenn ich jetzt hier so zwei nebeneinander packe. Das verstehe ich wieder mal nicht. Aber wer bin ich schon? Schupp. Man muss ja nicht alles verstehen, ne? Was hier gemacht wird. Also da hätte ich eher so eine Doppelspüle mir gekauft. Jetzt habe ich noch das WC. Das packe ich natürlich auf diese Seite hin. Weil, was soll's? Alles auf eine Seite hier. So. Jupp, hallo? Ah. Und das geht relativ schnell hier zu installieren, okay. Look. So, was haben wir denn danach? Schönes Lämpchen. Zwei Wandleuchten. Ja, das ist eine gute Frage. Wo, also eigentlich hätte ich jetzt gesagt, die leuchten erst dann, wenn wir mal die Spiegel haben. Was haben wir noch? Wir haben hier noch einen Dekoschrank. Ein Dekoschrank. Ja. Ist ja ganz nett, dass hier noch ein Dekoschrank. Jetzt theoretisch könnte man den Dekoschrank tatsächlich hier so daneben packen. Das würde halbwegs noch gehen. Und den Schrank. Oh, ob das geht? Oh. Okay. Ist da eigentlich in Ordnung so. Und dann fehlen jetzt so tatsächlich die Lampen. So. Wir sollen zwei Lampen nur anbringen. Also dann muss einer theoretisch hier tatsächlich da drüber sein. Und die andere würde ich hier hinpacken. Wo sind Lichtschalter? Haben wir hier keinen Lichtschalter? Warum ist hier kein Lichtschalter? Was ein Witz. Ihr habt hier keinen Lichtschalter, meine Freunde. Okay.
Wollt's ja nun mal gesagt haben. Oder zählt der für die Lampen mit? Nee. Schade. Zerstöre die Wand. Also die Wand sollen wir jetzt hier einreißen? Achso, zerstören sollen wir die. Oh. Okay. Und dann? Haben wir. Und jetzt sollen wir diese Wand hier noch zerstören. Aha. Kommt hier ein fettes Wohnzimmer rein, oder was? Sieht ja beinahe danach aus, ne? Weil der Grüne sind doch eigentlich, wo wir Wände ziehen sollen. Eieieiei. Feuer! Okay, und dann sollen wir hier gleich eine Wand ziehen. Wir haben jetzt schon 12.000 fürs Bad ausgegeben? Sehe ich gerade? Ach du heiliger Bimbam. So, kaputtes Schild, das da. So. Hier ist ja mal richtig Rambazamba angesagt mit dem kaputt machen wir. Hä? Warum geht das nicht? Hier ist zu wenig Platz. Das verstehe ich jetzt nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass das hier auch verkauft werden soll. Warum ist da zu wenig Platz? Hä? Okay. Keine Ahnung. Die Tür muss mit Sicherheit auch noch weg. Okay. Der will noch mehr verkauft haben. Doppelte Außen. Die hier? Ah, ne. Die hier. Okay. Nee, dunkle Doppel-Außentür. Irgendeine Doppel-Dunkel-Außentür. Die hier? Na, die auch. Nee. Nee. Hä? Will er den hier noch verkauft haben? Also, wir haben das Bad fertig. Punkt. So, dann will er hier eigentlich eine Wand reingezimmert haben. Und warum soll jetzt hier zu wenig Platz sein? Huh. Muss ich nicht verstehen. Okay, er will, was will er denn hier haben? Hier will er Laminat drin haben. Okay, machen wir doch einfach erstmal das Zimmer fertig, wa? Bevor wir hier groß... Ja, kommt das hier auch noch, damit es anständig aussieht, ne? So, okay, haben wir. Was will er dann haben? Er will das hier haben, oder? Da ist ja noch eins gewesen. Oder das. Wenn dann... Nee. Hm. Wir haben es ja mit dem Paten zu tun. Also würde ich sagen, wir nehmen mal so eine Farbe hier. Ja, leicht cremig. Bett aus Holz. Was denn für ein Bett? Ich habe hier kein Bett drin stehen. Hä? Muss man hier durchsteigen, was der von mir will? Also, weil ich hätte jetzt gesagt, wir verlegen jetzt hier ordentlich Laminat. Oder was das auch immer ist. Wandfliesen, Wanddinger. Gibt es sowas in echt eigentlich? Weiß ich gar nicht. So, brauchen wir noch ein paar von. Kremik hat mal gesagt. Ich würde sagen, ja, wir brauchen mindestens noch zwei, leider Gottes. Da werden wir nicht drum rumkommen. So.
So. Haben wir. Ach, kaufen. Nicht verkaufen, ich Depp. Da steht kaufen. Okay, so. Jetzt will ich aber hier erstmal eine Dorn drin haben. Oh man, hier eine Tür. Ist hier keine Tür dabei? Ist wirklich keine Tür dabei. Was will er denn hier alles drinstehen haben? Wenn ich jetzt das Bett nehme, wo würde ich das Bett jetzt an? Ich würde es jetzt erstmal hier hinpacken. So. Dann will er... Was ist das? Nachttisch haben. Zwei Stück davon. Packen wir mal direkt daneben. So, haben wir. Dann will er haben... Schrank aus Holz. So eine Kommode, so eine Holzkommode könnte man sagen. Können wir erstmal hier so mit hinpacken. Dann haben wir einen Spiegel. Das wird wohl richtig so sein, ne? Packen wir einfach mal da drüber. Dann hier noch. Warum will er noch so ein Teil hier drin haben? Hä? Wozu? Verstehe ich nicht. Okay, die Pflanzen verstehe ich. Ah, hier ist die Holztür. Hatte ich nur nicht gesehen. So, perfekt. Dann ist der Raum nämlich erstmal in sich geschlossen, sagen wir es mal so. So. Was haben wir hier noch? Oh, noch ein Farn. Finde ich ja auch nicht unbedingt verkehrt. Lampe. So. Machen wir schon mal Licht an. Sonst wird es dunkel. Eine Uhr. Eine Uhr im Schlafzimmer. Weiß ja nicht. Weiß ja nicht. Okay. Muss ich die jetzt alle einzeln sortieren? Boah. Gibt es hier keine langen? Also jetzt mal ernsthaft, das kann man doch auch in einem Stück kaufen, oder? Zumindest in zwei Stücken oder so. Nicht hier fünf einzelne. Ist ja eine doofe Arbeit. Dann da, das war das. Warte mal. Wir müssen das ja nicht mal anbringen, steht da, oder? Kann das sein, dass wir das hätten einfach nur hinhängen müssen und dann viel Spaß? Okay. Na gut. So, dann. Was ist das? Noch ein Schrank. Hier kommt, du kommst jetzt tatsächlich einfach hier mal an die Wand ran. So. Können wir dich hier einpacken? Wir müssen uns ein bisschen anstrengen, weil das Haus des Paten, ne? Also, und jetzt kommt noch ein großer Schrank. Oh. Den habe ich jetzt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, mit dem großen. Aber den würde ich erstmal hier daneben packen. Mit dem großen habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Wo könnte man den großen? Also wir könnten natürlich sagen, wir räumen das gesamte Bett nach links. Mehr ans... ans Zimmer, an die Aus-, also hier, na, an Balkon, Außenwand, keine Ahnung, hier da, Terrasse. Und dann könnten wir den Schrank hier mit hinpacken. Ich glaube, das würde noch besser wirken, so, wa? War ein bisschen doof wegen der Tür hier. Also ich würde es so nicht stellen, ich würde den großen eher hier hinpacken und dafür den kleinen nach da. Ah, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Gut, aber das Zimmer ist dann auch fertig. Immerhin etwas. Da würde ich so. Dann müssten wir hier trotzdem eine Wand ziehen, ne? Also erstmal müssen wir eine Wand hier ziehen, so. Da geht so, ja. Sehr schön.
Kannst du dir deine Doppeltür woanders hinschieben, weil hier ist zu. So. Nee, hä? Wo ist denn hier der ein? So, haben wir. Dann müssten wir hier noch eine Wand reinziehen. Will er nicht. Warum will er das nicht? Will hier immer nur einzeln reinziehen? Okay, das verstehe ich nicht ganz, aber okay, es ist halt, wie es ist. So, hier kommt eine Doppeltürin. So. Dann haben wir auch den Ausgang wieder. Sehr schön, passt, wackelt und hat Luft. So. Hier sind wir ja auch fertig gewesen. Dann müssten wir also als nächstes das hier, den Raum bauen. Oh, hier. Oh, oh, oh. Aha. Klimaanlage will der noch. Okay, gut. Aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal für heute Feierabend und bauen dann beim nächsten Mal das Haus des Paten weiter. Daher, danke fürs Zusehen und Schüttelü!